Wir haben hier als nächstes haben wir den Modellbahnverband Deutschland. Jeder kennt ihn mehr unter MOBA-Verband. Den MOBA-Verband heute und vertritt der liebe Frank Hilverkus. Den schnappe ich mir auch gleich, der steht nämlich da. Und dann werde ich mal was zu dem Verband fragen. Das kann er mir mit Sicherheit beantworten. Kommt mal mit. Lieber Frank, jetzt habe ich dich. Hallo Marcel. Hi. Lieber Frank, schön, dass du da bist. Zum ersten Mal an unserem Sommerfest. Aber du bist ja schon häufig hier Gast gewesen bei uns, sei es jetzt zu irgendwelchen Meetings und Besprechungen oder zum Einkaufen auch. Ja, vor allem zum Einkaufen, glaube ich, bin ich meistens doch. Ja, ja, das musst du ja sagen, das will ich dir nicht vorwegnehmen. Ja, ja, ja. Für denjenigen, der den MOBA-Verband Deutschland noch nicht kennt, was seid ihr denn eigentlich? Wir sind ein Verband der Modelleisenbahnvereine in Deutschland, sozusagen der Interessengemeinschaft von Vereinen hier in Deutschland. Wir sorgen dafür, dass die Vereine zum Beispiel eine Plattform bekommen, zum Beispiel die Intermodellbau. Oder Thema auch natürlich dann für viele Vereine Versicherungsthemen, natürlich ein wichtiger Punkt. Mhm. Aber auch Austausch von Vereinen sind wir zuständig. Aber auch ganz wichtig, wir möchten gerne die Jugend begeistern für unser Hobby wieder. Das heißt, wir haben auch Social-Media-Kanäle. Wir sind unterwegs auf Instagram, auf Twitter und natürlich für uns Ältere Facebook. Ja, aber für uns Ältere. Also ich muss mal ganz kurz unterbrechen, möchte gar nicht unhöflich sein. Ja. Der MOBA-Verband, ohne das Böse zu meinen, war lange so ein bisschen doch das ältere graue Mäuschen. Aber seitdem wir ein paar Jahre jetzt uns schon kennen, also ich muss schon gestehen, ihr habt euch schlagartig schon doch ans jüngere Publikum gewandt und verbessert und optimiert. Da großes Lob von meiner Seite aus. Also es ist nicht so, dass der MOBA-Verband nur alte Männer beherbergt, ja, sondern er tut auch sehr viel für die Jugend. Ja, also ist auf Social Media extrem aktiv. Ihr bietet viele Kurse an. Also schaut auch mal bei euch vorbei auf der Webseite. Kannst Webseite du die einmal senden? MOBA-Deutschland.de oder einfach. Ganz einfach Social Media Kanal auch MOBA-Deutschland eingeben. Da sind wir alle zu finden. Und natürlich auch für unsere Mädels natürlich ganz wichtig. Auch die haben entsprechend einen tollen Bereich halt hier, Kreativbereich natürlich, dann halt alle Altersklassen. Fängt von Baby an bis eben zum etwas älteren Herrn. Und da haben wir natürlich dann halt, und ganz wichtig, wir unterstützen gerne die Jugend weiter. Ja, finde ich super. Also da habt ihr euch sehr, sehr gut euch nochmal neu gefunden, wenn ich das so sagen darf. Und man merkt schon jetzt die krasse Veränderung in eurem Verein. Ich möchte trotzdem noch mal Eigenwerbung für mich, sondern Eigenwerbung für den MOBA-Verband machen. Was ich total super finde, die Unterstützung bei Versicherungen. Da hat der MOBA-Verband mit einer Versicherungsagentur einen speziellen Deal ausgehandelt. Wenn ihr mal Fragen dazu haben solltet, zu eurer Modelleisenbahnsammlung oder etc. oder Anlage, da kommen ja relativ schnell eine gewisse Summe zusammen, die in der Hausratsversicherung manchmal einfach vergessen wird, würde ich behaupten. Genau, das passiert auch öfters dann halt. Wir haben das Thema natürlich jetzt aktuell Flutkatastrophen und das Co. kommt noch dazu. Ja, kommt noch dazu. Und da haben wir eine Möglichkeit für unsere Mitglieder, entsprechende Pauschalen anzubieten. Kommt auf uns zu, wir helfen da gerne weiter. Also da gerne mal einfach beim MOBA-Verband anfragen, per E-Mail oder über Social Media. Die antworten sehr schnell, habe selbst ich schon gemerkt. Ja. Ich habe auch schon mal so gefragt. Ja, so, danke schön. Du bist heute hier und bist du morgen auch noch da? Ich bin morgen auch hier. Ja. Entsprechend, wir machen morgen so einen kleinen Ringtausch noch wieder dabei. Aber ich bin morgen auch dann da und freue mich drauf. Nochmal vielen Dank für die Einladung bei diesem herrlichen Wetter halt hier, Bestes kann gar nichts passieren. Haben wir ausnahmsweise mal Glück gehabt, vor 2 Jahren. War es etwas regnerischer, jetzt haben wir noch das Gegenteil. Ja. Wunderschöne Sonne und so soll es halt sein. Sonnige Zeiten für die Modelleisenbahn. Frank, ich danke dir, schön, dass du da bist. Danke und dir. Und heute Abend feiern wir zusammen, ne? Das machen wir auf jeden Sehr Fall. Sehr schön. Danke dir. Ich habe auch noch was. Gerne. Ja, gib dir mal was. Dann. Du gibst mir was? Ja, ich gebe dir was. Ja. Ich krieg was. Guck dir das mal an. Warte ich mal hier. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr glaubt, was ich kriege. Nein, aber wenn ihr Fragen habt, auch zum MOBA-Verband jetzt, ne, stellt nochmal eine Frage. Ich kann auch gleich wieder zurückkommen. Oder schreibt uns eine E-Mail natürlich. Aber ihr könnt jetzt live fragen. Der Frank ist hier, ich bin hier, die anderen Hersteller sind hier. Stellt einfach Fragen. Ja, ich kriege das hier auf mein Ohr und dann kann ich die direkt stellen. Du hast hier noch was. Ja, ich habe noch was für euch. Natürlich dann, man wird natürlich jedes Jahr 25 Jahre alt. Deswegen würde ich das erstmal dir so übergeben. Guck 25 Jahre. Yay. Für Modellbahnunion nochmal recht herzlichen Glückwunsch dann nochmal zu 25 Jahre. Super Service. Kommt vorbei hier und ihr werdet den tollen Service erleben. Nochmal vielen Dank. Und natürlich dann nochmal, es gibt natürlich das auch noch in Endspur. Ja. Das gibt es dann auch nochmal. Lass uns mal kurz die Kamera halten. Ich halte das hier so hoch. Ich halte es mal so hoch. Tada. Dann gehen wir da rüber. Ja. Zack, zack, zack. Dann haben wir das auch dann. Es glänzt nämlich so, weil es scheint hier natürlich, wir müssen mehr in den Schatten. Ja, ja. So, und so kann man es, glaube ich, besser lesen. Ne? Ja. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. 25 Jahre Modellbahnunion, 20 Jahre DM Toys. Das ist schon eine tolle Party, die hier gefeiert wird.
kommt vorbei, genießt das halt hier und mal vielen Dank für die tolle Zeit hier. Frank, danke. Danke. Darf ich dir das eben kurz geben, ja, und dann hole ich das nachher bei dir ab? Ja, gerne. Dankeschön. Okay, danke. Bis gleich. Dann, danke.